Die Italiener nennen ihn einfach nur La Nuova Cinquecento und das ohne den Buchstaben E zu benutzen. Denn ebenso wie den Smart gibt es den neuen 500er von Fiat nur noch als rein elektrische Version. Und der ist durchaus bemerkenswert bzw. berichtenswert. Tja, da steht er nun. Mitten in der Pampa und rein elektrisch. Ginge ja noch. Aber musste es denn unbedingt dieses Barbie-Rosa sein? Ist doch peinlich. Fiat nennt das Roségold. Wer den reserviert hat, hatte wohl einen Aperol-Spritz-Schwips. Wir zicken hier nicht rum, sondern erinnern uns an den Mai 2009. Barbie ist lange weltbekannt, aber inzwischen musste auch die Plastikfrau schlechthin ihren 50. Geburtstag begehen. Den ewigen Begleiter Ken scheint das nicht zu stören. Als Geschenk gab es einen Fiat 500 in Pink Metallic lackiert. Natürlich braucht man für ein Fotoshooting eine lebendigere Barbie-Puppe und ebenso natürlich ist das desillusionierend. Sehr realistisch hingegen der Trend nach rechts. Denn Barbie Baby musste an allen Strassverzierungen vorbei auf den Beifahrersitz rutschen. Well, Barbie, we're just getting started. Trotzdem werden wir uns nicht die rosarote Brille aufsetzen. Also zeigen wir dem Barbie-Bomber mal, was ein Kickdown ist. Klar, das ist Zeitraffer, schafft aber einen visuellen Eindruck, wie man sich dabei fühlt. Wir setzen uns ab auf das Land, im blinden Vertrauen auf die Reichweitenangabe von Fiat. 320 Kilometer nach WLTP. Wenn das so wäre, dann müssten alle E-Kritiker mal einen anderen Gang einlegen, beziehungsweise einen Gang anders einlegen. Denn die Gangschaltung erfolgt hier über Tasten, die so ein bisschen an die Bedienung von einem Kassettenrekorder erinnern. Wir fahren die Top-Version Icon. Es gibt aber auch die reine City-Version Action. Beide sind elektrisch, der eine mehr, der andere weniger, weil weniger auch mehr sein kann. Denn mehr Reichweite heißt größerer Akku. Das bedeutet mehr Gewicht und damit wieder weniger Reichweite. Physikalisch frisst der Akku sich zwar nicht selber auf, aber die berühmte Verhältnismäßigkeit muss stimmen. Wer kaum Langstrecke fährt, muss keine schwere Batterie mitschleppen. Die City-Version Action ist deshalb auf 180 Kilometer Reichweite ausgelegt. Als Kontrastprogramm begeben wir uns in die Niederungen der fossilen Aufladesäulen, um herauszufinden, ob wir rein elektrisch etwas vermissen. Ehrlich gesagt, ja. Denn Tankstellen sind weitaus kommunikativere Orte als einsame Ladesäulen. An der Steckdose gibt es weder Alk noch Kippen und nachts gibt es weder Flächenbeleuchtung noch Benzingeruch. Wie an einem Nobelhobel wird die Tür über einen elektrischen Knopf geöffnet. Klappt ebenso gut wie mit traditionellen Hebeln, aber eben nicht ohne Strom. Deshalb gibt es im Türfach einen mechanischen Nothebel. Könnte man also auch einfacher machen, aber nice to have. Noch spannender wird es in der dreitürigen Version 3 plus 1. Denn der Sicherheitsgurt ist an der aufschwenkenden Minitür angeschlagen, wo er sich als böse Fußfalle entpuppen könnte. Das Türchen soll aber primär eine Beladehilfe darstellen. Als Standard gibt es designerische Extravaganzen, wie die dritten Blinker in Spoilerform, die angedeuteten Lichtaugenlider eingelassen in der Motorhaube dürften in der Produktion auch nicht gerade kostengünstig sein. Die übergroße 500 ersetzt vorne das Fiat-Logo, nur die 500 Kubikzentimeter gibt es gar nicht mehr. Anstelle dessen eben einen 42 Kilowattstunden Akku mit 118 PS und 220 Newtonmeter. Am Heck entdecken wir dann doch noch das E in der Beschriftung, raffiniert in die hintere Null integriert. Wie bei vielen Herstellern zeigt das Heck auch nicht mehr das Firmenlogo, sondern den ausgeschriebenen Namen. Unter der schönen Hülle sitzt die Unterflurbatterie. Aufgeladen wird sie über ein Schnellladesystem mit 85 Kilowatt, das leer auf 80% in 35 Minuten schaffen soll. Der Innenraum ist deutlich großzügiger als beim Vorgänger. Denn wenig überraschend ist der neue größer geworden, ohne seine charakteristische Linie zu verlieren. Ein besonderes Schlüsselerlebnis hatten wir im Spannungsfeld zwischen menschlicher und technischer Wahrnehmung. Unser Wagen forderte besserwisserisch die exakte Ablage des Schlüssels im vorgesehenen Kästchen. Wie uns versichert wurde, sei diese preußische Präzisionspenetranz aber ausschließlich genau an unserem Fahrzeug ein Vorserienfehler.
glauben wir gerne, denn der neue Cinquecento ist derart vollgestopft mit Elektronik, dass hier nur erwähnt werden soll, dass er als bisher einziges Modell in seinem Segment autonomes Fahren auf Level 2 ermöglicht. Auf einer Autobreite von 168 cm wirkt der Bildschirm schon riesig und was sich dort abspielt, fordert einige Einarbeitung. Allerdings sind wir auch mit der Opening Edition La Prima unterwegs, mehr geht nicht. Dennoch lässt sich ein Smartphone in unter 5 Sekunden mit dem Auto koppeln. Und natürlich auch vice versa, meint das Handy kann von außen viele Funktionen steuern. Notfalls kann man mit dem Hilferuf Hey Fiat die Sprachsteuerung à la Alexa aktivieren. Es seien noch ein paar Daten reingereicht. Der Stromverbrauch wird kombiniert angegeben mit maximal 14,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die Leistung von 87 Kilowatt ermöglicht eine Beschleunigung von 9 Sekunden auf 100. Die City-Version Action hingegen mit ihrem 70 Kilowatt Akku, also 95 PS, hat nur 180 Kilometer Reichweite und ist bei 135 km/h abgeregelt. Bei uns sind das 15 mehr und das wollen wir sehen. Diese Spitze von 150 erreicht der 500er problemlos und ist auf der Autobahn damit kein Lasterlutscher. Denn die Tachoanzeige beißt sich an der Topspeed fest. Bei E-Autos ist damit immer der furchtsame Blick auf den Ladestand verbunden, aber der Italiener bleibt sozusagen vollgasfest. Wir hatten in Frankfurt nur 6 Stunden Drehzeit, so dass der 500er E keine zweite Chance für den ersten Eindruck bekam. Aber der war dafür umso erfreulicher. Denn danach zeigte der Ladestand noch immer 140 Kilometer Reichweite. Unser Blitzfazit: Bei der E-Mobilität gehören zwei Worte super kleberfest zusammen, nämlich Reichweite und Angst. Aber erstaunlicherweise haben wir im neuen Fiat 500 genau diese German Angst unterwegs einfach verloren. Wenn das Ding nicht läuft, verstehen wir die Welt nicht mehr.